Einen wunderschönen. Ah, herzlich willkommen. So, ich sammle jetzt gerade noch ein paar Blumen und hier so weiter. Blumen und Früchte. Mehr mache ich gerade nicht, weil wir müssen immer noch die blaue Passionslilie finden. Mein Gott, diese Aussprache heute mal wieder. Wie gesagt, ich mache jetzt nur eine Art Blumensammelaktion in der Hoffnung, dass ich diese blaue, diese betrunkene Pflanze finde. Steine, Vergrabungen und Holz lasse ich mal so liegen. Das wird jetzt so lange dauern. Ja. Ist natürlich etwas doof, dass das alles so ein bisschen weg ist. Ich muss auch bald in die Wohnung. Ich muss mal gucken, wie spät haben wir es denn? 11:43 Uhr. Ja, na, ungefähr so eine halbe Stunde muss ich in die Wohnung. Ihr seht, ich habe dieses U-Teil jetzt hier gebaut. Ich habe jetzt die zweite Ablagefläche als Schreibtisch. Das passt mir super. Ja, das war das alte. Meine Mutter hatte ein Sideboard gehabt, wo der Fernseher drauf stand. Jetzt, wo sie verstorben ist, brauchst du das ja nicht mehr. Deswegen habe ich es jetzt quasi auseinandergenommen und mir nur die große Platte behalten. Und der Rest geht dann in den Sperrmüll. Wird ja sowieso abgeholt, ist ja eh kostenlos. Der Sperrmüll bei uns. Ja, wir sind nicht in Berlin, wo man dann erstmal 1000 Euro für eine Holzplatte bezahlen muss, damit es abgeholt werden wird, also von diesen Ausbeuterfirmen. Hier ist es etwas anders auf dem Land. Da ist zweimal im Jahr kostenlose Sperrmüllabholung, weil wir hier keine BSR haben oder sonst was. Hier gibt es das ja gar nicht. Und das muss ja dann auch irgendwie alles weg, bevor es ewig auf der Straße steht, kann man das zweimal im Jahr kostenlos abholen. Ich hatte zwar nicht gefragt, ob das wirklich so stimmt, aber das wäre die logischste. Ja, das wäre das Logischste in dem Falle. Gut. Naja, ich sehe ja noch ganz gut aus. Mein Inventar sieht ja auch ganz gut aus. Wie gesagt, ich da muss daran denken, nur Blumen und Pflanzen und Früchte. Also alles, was hier so auf dem Boden wächst. Aber diese blaue, ich weiß nicht, wo die ist. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Da ist noch etwas. Hier jetzt nicht weiter, also gehen wir mal hier weiter lang. Ja, diese Müllecke ist hier endlich mal aufgeräumt und sauber. Die hat mich schon lange gestört. Deswegen hatte ich auch diesen Ausschnitt immer so kurz gehabt. Aber jetzt passt das ja ganz gut. Muss ich ganz klar sagen. Also mir passt es ganz gut, weil ja, weil es einmal schön ist. Wir gehen jetzt runter mal an den Strand. Ich weiß, da war was, aber wir gehen jetzt wirklich systematisch vor. Muscheln brauchen wir nicht. Sand brauchen wir jetzt auch nicht, Steine brauchen wir auch nicht. Lasse ich alles liegen, weil sonst wären wir ja nicht fertig. Okay, da ist auch nichts. Aber wie gesagt, diese Früchte, die nehmen wir immer mit, weil sie sind Gold wert. Wenn wir dann graben, buddeln und vor allem kriegt man da gut Kohle raus, wenn wir die verkaufen. So, meine Güte. Na, das wird ja jetzt ein schöner Garten hier. Okay. Jetzt schauen wir mal da drüben. Aber da ist, glaube ich, nur eine Pflanze. Ja, nur eine Pflanze. Können wir jetzt rüber gehen. Dann gehen wir jetzt da rüber. Genau. Jetzt gehen wir mal wieder hoch. Dann schaffen wir es auch jetzt in einer halben Stunde, die ganzen Blumen abzupflanzen und mal zu schauen, kriege ich jetzt diese bescheuerte, obwohl sie kann er nicht dafür, diese seltene blaue Passionslilie. Ach Gott, Lilie. Gut, Lilie. Die Passionslilie. Mann, es gibt Wörter, da kann ich mich echt aufhängen. So, auch hier und da. Okay, ich bleibe mal wieder auf dem Weg, bevor ich hier mal
an mehreren Baustellen arbeite und dann etwas übersehe, habe ich keine Lust drauf. Aber gute Steinchen kriegen wir jetzt auch hier raus. Aber das mache ich dann irgendwann offline oder entweder in der nächsten Folge. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch gar nicht. Hier. Da ist auch noch was. Ach, der Blumensammler. Na dann. Nimm mal mit die ba Bananen. Und schauen wir jetzt hier unten, was es hier so gibt. Ja, das lasse ich mal alles liegen. Ist jetzt erstmal alles unrelevant. Ich brauche die Blumen in der Hoffnung, dass ich dann die richtigen bekomme. Nein. So. Hier. Kannst du gleich essen. Brauche ich nicht. Ich brauche den Platz. Aber hier. Die nehme ich auch mit. Hier ist was. Okay, hier sind einige vertrocknet. Ich war doch gar nicht lange offline gewesen. War doch bloß nicht, wir sind nicht mal 24 Stunden her. Nicht mal 24 Stunden. Also hier ist gerade irgendwie nichts. Sonst war hier auch mal was. Hier ist auch nichts. Auch keine Blume. Aber dafür genug Futterzeug. Hier ist etwas. Ja, aber das war nicht das, was ich brauche. Nicht das, was ich brauche. Ich bin voll. Okay. Oh, da haben wir ja ganz, haben wir echt gut gearbeitet. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Gibt es hier etwas, was so wenig ist? Ja, hier. Weil, den nehmen wir mit. Den lasse ich nicht hier rumliegen. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Passionslilie. Wir haben die bisher noch nicht gefunden. Immer noch nicht gefunden. Das ist irgendwie schon merkwürdig. Jo. So, questrelevante Sachen. Hier rein. Genau. Noch irgendwas questrelevantes? Ich sehe nichts. Nö, ich sehe nichts. Gut. Das kann dann alles hier rein. Genau, Lebensmittel kriegt man ja eh gleich mehr als genug wieder. Voll. Okay, du kommst dann da rein. Okay, dann sind die, der schwarze Stein war in der ersten, also der hier kommt da rein, genau. Und das sind die Samelines, die kommen jetzt hier vorne rein. Gut. Jetzt sind wir wieder leer. Und jetzt gucken wir mal, wir müssen jetzt an den unteren Strand, wir haben oben alles eingesammelt. Gehen wir mal hier hin und laufen dann quasi runter. Ja, die Lebensmittel mache ich vielleicht zum Schluss, dass ich die noch mal einsammle. Jo. Das sammle ich ja eh, von daher, warum jetzt nicht mitnehmen? Mein Headset funktioniert. Ja, ich habe auch musste auch einige Teile vom Rechner abbauen, weil ich musste ja dann irgendwie den umstellen. Und ja, deswegen musste ich gerade mal gucken, ob überhaupt das Mikro richtig funktioniert. Ja, jetzt habe ich hier meinen Arbeitsbereich fertig. Jetzt muss ich nur noch die Arbeit haben dafür. Das wäre natürlich schön. So, und hier. Aber wie ich jetzt das sehe, ist hier auch von dem Zeug nicht da. Die Beeren nehme ich nochmal mit. Das hier auch.
Die Kokosnüsse nehme ich mit. Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.